Zolti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Endlich ist es soweit, heute fahre ich zum ersten Mal Elektromotorrad. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich durfte zwei Elektrobikes fahren, eines aus dem Supersportsegment und eines aus dem Reise-Enduro-Segment. In diesem Video zeige ich euch zuerst den Supersportler. Wo habe ich sie her? Von E-Performance in Standstaat. E-Performance ist der Importeur von Energica, einem Elektrobike-Hersteller aus Italien. Hier könnt ihr alle verfügbaren Energica-Modelle anschauen. Es gibt verschiedene Bikes mit unterschiedlichen Leistungen aus den Segmenten Supersport, Naked Bike und Reise-Enduro. Ja, zudem sind hier auch ein paar Prototypen ausgestellt. Sehr spannend zu sehen, wo sich die Bikes hinbewegen. Ja, natürlich überall Ladestationen. Ja, ich finde die Motorräder sehen wirklich sehr gut aus. Man kann die eigentlich gar nicht unterscheiden zu den normalen Bikes. Natürlich sieht man das dann beim näheren Betrachten und vor allem, wenn man natürlich gar keinen Motorenlärm dann hört. Ja, Adi von Büren und sein Team stehen euch hier sehr gerne zur Verfügung. Bucht unbedingt eine Probefahrt. Auch das 19er Modell von Dominik Agetter ist hier, kann man hier anschauen. Yo, super! Nach einer kurzen Einführung von Adi geht es nun endlich los mit der Energica Ego Plus RS. Dem leistungsstärksten Elektromotorrad der Welt. Wow, ich darf dieses Biest jetzt bewegen. Aber wie gewohnt starte ich zuerst mit dem Walkaround. Ich sage es in jedem meiner Testbikes, über Design lässt sich streiten. Das ist hier natürlich nicht anders beim Elektromotorrad. Ich finde, sie sieht super gut aus. Sie ist wertig und qualitativ hoch verarbeitet. Von vorne hat sie so ein bisschen was von der R1 und von hinten auch mit dem Federbein so ein bisschen etwas von Ducati. Ist aber natürlich ein eigenes Design. Man merkt hier, dass es aus Italien kommt, finde ich. Super wertig verarbeitet. Und alle weiteren Komponenten jetzt im Testvideo. Ja, bevor ich in die Details gehe, einfach mal, wie fühle ich mich hier mit diesem Elektromotorrad? Es ist wirklich ein neues Erleben. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man wirklich gar nichts hört, nur Reifengeräusche, Abrollgeräusche. Nee, dieser Elektro-Power. Das hört sich an wie ein bisschen ein Flugzeug, also dieses Pfeifen. Was ich auch unglaublich finde, ist die Beschleunigung. Also wenn du hier am Gas ziehst, das zieht dich da nach vorne. Das ist ja Wahnsinn. Das sind natürlich diese 215 Newtonmeter, die du hier eigentlich immer abrufbar hast. Was ich auch gleich erwähnen möchte, man kann hier, wenn man vom Gas geht, kann man drei Stufen wählen, wie das Motorrad bremsen soll, und das ist ja etwas, was ich auch an meiner Ducati unglaublich mag, diese Motorenbremse. Hier ist es quasi eine Elektrobremse, also wenn du vom Gas gehst, kannst du das einstellen, viel Widerstand, mittel oder stark Widerstand, also wirklich sensationell. Nee, das Fahrgefühl ist bombastisch. Ich habe das schon gedacht, habe ich mir das schon gedacht, dass das so ist. Aber wenn man es dann wirklich selber erlebt, es ist wirklich sensationell. Ich bin begeistert. Natürlich vermisse ich den Sound eines Motores, aber ich muss sagen, dieser Power-Sound, den man hier hat, der ist ganz speziell, ähnlich wie bei einer H2 mit einem Kompressormotor. Sensationell. Also ich finde, man spürt diese 260 Kilo Gewicht überhaupt nicht. Die Maschine ist wirklich super agil, und man kommt die
federleicht bewegen. Also wirklich sensationell. Ja, was haben wir hier für ein Fahrwerk verbaut? Ja, vorne haben wir eine Marzocchi verbaut, einstellbar auf Zug- und Druckstufendämpfung und die Federvorspannung. Hinten haben wir eine Bitubo Monostoßdämpfer, auch diese auf Zugstufendämpfung und Federvorspannung einstellbar. Also so wie wir das eigentlich auch bei unseren normalen Motorrädern gewöhnt sind. Eine gute Federung, auch wenn man natürlich hier in der Kurve das Gas zieht, muss dann natürlich die Federung mitmachen, aber funktioniert hier top, top präzise, kann ich überhaupt nicht meckern. Das Gefühl von dieser Beschleunigung und auch wieder diese, also ich komme immer ins Grinsen, absoluter Wahnsinn. Ja, damit man diese Power dann auch entsprechend rundbremsen kann, braucht es natürlich auch entsprechende Bremsen. Und wie kann es anders sein? Hier sind Brembos verbaut. Also auch quasi meine Lieblingsbremse. Vorne haben wir 330 mm Doppelscheibe, 4 Kolben Bremssystem. Und hinten ist eine einzelne Scheibe, 240 mm und ein 2-Kolben Bremssattel montiert. Ja, und diese Bremsen funktionieren tadellos. Ich merke das, wenn ich da wirklich schnell beschleunige, dann mit dieser sensationellen Batteriebremse, wo es dann schon runtergeht, aber dann natürlich, wenn man noch bremsen muss mit diesem Brembos. Also da auch alles richtig gemacht, top. So, ich biege jetzt hier mal noch ab und gehe auf die Schnellstraße, damit ich hier nochmal diese unglaublichen Beschleunigungen machen kann. Genau. Ja, Elektronikpaket. Was gibt es hier an Elektronik? Ein Fahrzeugsteuerungsgerät mit einem adaptiven Multimapping-Algorithmus für Energie- und Leistungsmanagement steuert das Fahrzeug. Sie bewacht kontinuierlich die Batterien und die Leistung. Hier bei der RS-Version ist noch ein eigenes Mapping implementiert und eine eigene Parametrisierung, um diese hohe Leistung und den Charakter von Energica, welches innerhalb der Rennwelt entwickelt wurde, zu betonen. Weiter hat es natürlich Traktionskontrolle, 6 Eingriffsstufen kombiniert mit dem bestehenden E-ABS und dem Bosch-ABS. Ja, und zu guter Letzt bekommt der Strom hier in die Batterie rein, ganz bequem, Sattel auf, da ist die Ladestation, da gibt es auch ein System, wo man ganz normal von zu Hause und vom Strom das Motorrad speisen kann. Da dauert es aber etwas länger, bis es aufgeladen ist. Man kann sagen, dass in 20 Minuten an einer Schnellladestation 80% der Batterie wieder aufgeladen ist. Von zu Hause dauert es ein bisschen länger, weil wir da einfach weniger Einspeisemöglichkeit haben. Aber auf einer Schnellladestation kein Problem. Kaffee trinken und die Batterie ist 80% wieder voll. So, jetzt ist auch wieder Zeit, die Klappe zu halten. Ich nehme euch hier mit auf meiner Testfahrt auf der Energia Ego Plus RS. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen mitspüren. Also wirklich ein unfassbare Leistung in diesem Elektropower zu spüren. Nee, das macht wirklich Spaß ohne Ende. Ja, ich komme zu meinem persönlichen Fazit. Mein erster Elektromotorrad. Ja, also unfassbare Power, sehr, sehr gute Bremsen, ein ansprechend gutes Fahrverhalten, es ist präzise in der Kurve, man spürt dieses hohe Gewicht gar nicht, eher im Gegenteil, es gibt hier eine Stabilität, die mag ich sehr, diese Elektrobremse, absoluter Knaller, finde ich. Das Bike ist sehr wertig verarbeitet, die Ladung 20 Minuten finde ich top. Also ich bin top zufrieden mit meiner ersten Erfahrung. Das war wirklich, wirklich sensationell. Wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch hier bei Adi. Er steht euch für weitere Fragen oder Details sehr gerne zur Verfügung. Nutzt diese Chance, ich bin überzeugt, diese Elektrobikes, die werden kommen, auch bei uns. Der Verbrennermotor wurde schon verboten bei den Autos, das wird bei uns auch kommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, bitte abonniert meinen Kanal. Jo, ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Tschüss!